Ja, die Verpackung vom iPad Pro ist jetzt auch wirklich dünner geworden. Mit einer Hand öffnen ist immer ein bisschen schwierig. Hier ist dann das iPad Pro drinnen. Also wirklich ein cooles Teil, richtig schön kantig und vor allem, es liegt extrem gut in der Hand. Mir gefällt das kantige Design sehr gut. Ich hatte zuvor ja ein iPad Air der dritten Generation, da ist das natürlich schon ein sehr guter Umstieg. Ich habe es in Silber genommen. Ich bin der Meinung, das ist die unempfindlichste Farbe. Dann sind hier übrigens auch keine Apple-Aufkleber mehr dabei. Beschreibungen in verschiedenen Sprachen. Ja, und ein USB-C-Kabel. Das war's. Es ist kein Netzteil dabei. Also ich habe die Variante mit 256 GB und Wi-Fi. Und ja, ich muss sagen, bei 1200 Euro knapp könnte man schon ein Netzteil beilegen. Was mir auch sehr gefällt, da ich ja vom iPad Air 3 komme, endlich kein Home-Button mehr, kein Touch-ID. Die Kamera ist jetzt hier nach oben in die Mitte gewandert, ideal im Querformat. Es ist ausgestattet mit einem M4-Prozessor. Auf der Rückseite ist nur noch eine Kamera. Das darunter ist dieser Linearsensor. Die Weitwinkelkamera ist quasi verschwunden. Okay, ich muss sagen, mit dem iPad mache ich eher Fotos, ja, zum Dokumenten erfassen. Aber direkt fotografieren wird man ja eher mit dem iPhone. So, ich versuche jetzt das für euch genau schön anzuwinkeln. Jetzt geht es nämlich dann um den Apple Pencil Pro. Ich hatte zuvor keinen Apple Pencil, dachte mir aber, wenn der Pro jetzt wirklich dasselbe kostet wie die Vorgängervarianten, dann kannst du ja mal zuschlagen. Die Verpackung sieht übrigens auch sehr cool aus. Ist hier zum Aufschieben. Kleinen Moment, mit einer Hand geht es immer ein bisschen schwer. Ja, es ist nicht viel drin. Hier die Beschreibung. Das war die Verpackung vom Apple Pencil und dann eben hier dieses Stück Technik, was wirklich genial ist. Er hat ja diese Schwebefunktion und das finde ich ja genial. Wenn ich jetzt egal irgendwo drüber gehe, dann seht ihr sofort, dass er gleich merkt, dass ich da was öffnen möchte. Jetzt gehe ich mal in die App Freeform. Übrigens kann ich hier auch direkt dann reinschreiben. Und er erkennt es sogar mit meinem Gekritzel. So, hier machen wir ein neues Board. Ja, also man kann hier ganz normal zeichnen. Was ich aber klasse finde, ist diese Druckfunktion. Ich klicke jetzt hier einmal drauf. Es gibt ein haptisches Feedback. Also es ist kein Knopf, aber es fühlt sich an, wenn man hier drauf drückt, wie ein Knopf. Und ich kann hier diese ganzen Menüs aufploppen lassen, egal wo ich bin. Ich drücke drauf, das Menü kommt. Ja, und dann kann ich hier wirklich wunderschön zeichnen. Ich kann das
die Farben alles einstellen, wie ich will. Hier auch die Dicke, wie transparent das sein soll. Einmal draufdrücken, dann ist es wieder weg. Hier machen wir die letzten beiden Zeichnungen zurück. Und wenn ich den Stift jetzt drehe, merkt ihr, wie sich das verändert. Übrigens, kleiner Tipp, wer nicht so gut zeichnen kann, wie ich zum Beispiel, der macht ein Herz so, bleibt drauf und dann wird es automatisch in ein schönes Herz verwandelt. Das Ganze geht übrigens auch mit einem Kreis. Ich mache ihn jetzt extra hässlich. Einfach draufbleiben und schon ist der Kreis wirklich wunderschön. Das Ganze geht auch mit einem Strich, der wohl schief ist. Kurz warten, der Strich ist gerade. Also da kann man sich wirklich gut damit beschäftigen. Hier ist übrigens der Radiergummi. Also vorher hatte ich diese App wirklich nicht genutzt. Und ich muss übrigens auch sagen, dieses OLED-Display ist wirklich ein geniales Display. Ich komme ja von der iPad-Generation auch ohne 120 Hertz, aber ich muss sagen, es ist sowas von flüssig. Es hängt nichts. Es ist wirklich perfekt und wunderschön damit zu arbeiten. Auch zum Scrollen, zum Zeichnen. Es macht einfach Spaß, dieses iPad zu benutzen. Und auch dieser kleinere Bildschirmrand ist einfach, es sieht einfach sehr, sehr modern aus. Die ganze Optik gefällt mir. Hinten dran ist übrigens das Apple-Logo innen aus Kupfer. Da wird die Wärme abgeleitet. Mir ist jetzt bei einer App, zum Beispiel Magenta TV, aufgefallen, wenn ich eine Sendung über die Cloud streame, dann wird es hier in diesem Bereich wirklich extrem heiß. Das ist aber nur bei dieser einen App. Wenn ich jetzt ein YouTube-Video anschaue, passiert das nicht. Ich denke, da wird es noch ein Update geben und ist nicht von Apple-Seite, sondern von seitens der Drittanbieter-App-Hersteller. Also einfach ein Herz zeichnen, kurz warten und dann, habt ihr es gesehen, wird ein schönes Herz draus. Also das finde ich wirklich eine klasse Sache hier. Wenn man zum Beispiel jetzt noch einen Punkt hat, kann man das einfach wieder wegradieren. Kurzer Tipp am Rande noch. Mit diesem Stift könnt ihr dann Objekte auswählen und auch verschieben. Ja, ich muss sagen, das iPad ist wirklich ein sehr, sehr gelungenes iPad. Der Apple Pencil Pro, der funktioniert nur mit dem neuen iPad Pro mit dem M4-Prozessor, was 2024 auf den Markt gekommen ist. Hier oben wird er dran geklipst, magnetisch hält es. Und hier sieht man auch, hier ist dieses Magnet. Und da, wie gesagt, einfach nur mit dieser flachen Fläche hier hinhalten. Und ihr seht automatisch, er wird geladen. Anfangs war ich skeptisch, weil er ja immer geladen wird. Aber ich muss sagen, Apple hat mir bestätigt, dass das dafür ausgelegt ist und man sich keine Sorgen machen muss. Wer sich übrigens das Apple Magic Keyboard dazu bestellt, es funktioniert nur die neue Variante mit dem neuen iPad Pro. Die alte Variante funktioniert nicht, da wurden die Magnete geändert. Wer sich den Apple Pencil Pro oder das Magic Keyboard dazu kauft, dem sei gesagt, wer hier AppleCare abschließt, ich habe AppleCare Plus abgeschlossen und zwar in der monatlichen Variante, dann ist der Apple Pencil Pro und oder das Apple Magic Keyboard, je nachdem, welche Zubehörteile ihr dazu kauft, die sind automatisch mit kostenlos abgesichert. Also das finde ich klasse. Und ich muss sagen, als ich habe bei eigentlich allen Apple-Produkten, ob es bei der Apple Watch Ultra hier zu sehen oder bei meinem iPhone 15 Pro Max,
Oder beim MacBook, ich habe einfach bei allen Geräten Apple Care Plus, weil man da einfach dann wirklich auf der sicheren Seite ist. Ja, ich habe übrigens die Wi-Fi-Variante gekauft, ist das günstigste Modell gewesen, weil wenn ich mit dem iPad was machen möchte, habe ich überall, wenn ich will, WLAN oder wenn nicht, dann mache ich einen Hotspot mit meinem iPhone. Ja, übrigens auch natürlich logischerweise USB-C-Anschluss jetzt mit dabei. So, ich hoffe, ich konnte euch das neue iPad Pro 11 Zoll M4 Prozessor und den Pencil Pro ein bisschen vorstellen. Übrigens, diese Verpackung gibt es in verschiedenen Varianten. Die gibt es auch mit farbigen Zeichnungen. Ich habe es in Schwarz-Weiß bekommen. Kann man sich nicht aussuchen. Ja, und wer Interesse hat, noch mehr dazu zu erfahren, der schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch bitte rein, was du dir gekauft hast, bestellt hast. Also für mich hat sich jetzt das Upgrade wirklich gelohnt, weil das iPad Air 3, dritte Generation, ist schon wirklich in die Jahre gekommen. Mit nur 64 GB konnte ich da jetzt nicht mehr so viel machen. Also eure Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare. Übrigens den Vorspann und das Video habe ich mit der neuen Apple Final Cut Pro App geschnitten. Das kann man jetzt monatlich abonnieren für 4,99 €. Ich muss sagen, das ist es mir wert. Wenn ich es derzeit nicht brauche, kündige ich das Abo einfach wieder und muss die Software nicht komplett teuer kaufen. Gibt es übrigens nur im Abo, habe ich bemerkt. In dem Sinne, ein Abo kostet nichts. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und einen Daumen nach oben da lasst und haut bitte in den Kommentaren fleißig rein. Danke, bis bald. Ciao.